Wir sind jetzt hier in Oranjefeld, das ist ein Teil von Maasdijk, eins unserer Gewächshäuser von Koppert Press, wo wir unsere Specialties gedeihen lassen, züchten. Und ihr seid wer? Wir sind einmal der Marc Bonsmann, was ich bin. Und von der kulinarischen Seite Marcel Thiele. Ja, die Kolleginnen sind gerade dabei, die Shiso Leaves Green, wie wir sie nennen, zu ernten. Das geschieht alles eben in Handarbeit. Die Blätter werden dort manuell in Größe sortiert, um dann nachher verpackt zu werden. Das sieht man aktuell hier. In den weiteren Hallen sieht man dann nachher auch noch die übrigen Pflanzen, die wir eben anbieten. Wir bauen hier in dem Gewächshaus nicht alles an, was wir in unserem Sortiment haben. Dafür haben wir eben noch unterschiedliche Gewächshäuser wegen der verschiedenen klimatischen Bedingungen. Was könntest du spontan empfehlen? Woraus spontan? Ja. Alles. Abernten und kochen. Ja. Das ist hier Schlaraffenland pur für alle, die sich damit auskennen, ganz klar. Ja, im Endeffekt geht es um die Anwendung, weil eben den kulinarischen Genuss. Ja. Was kann ich damit anstellen? Weil es nützt nicht alleine nur die Blätter und die Blüten bzw. die Kresse mit zu haben, sondern man muss auch wissen, was man da alles damit anstellen kann. Und einerseits haben wir natürlich ein paar eigene Ideen, aber die Crisperience ist dafür geschaffen, dass Köche sich selbst ausprobieren mit all ihrem Know-how, die sie mitbringen. Und deswegen haben wir natürlich länderübergreifend sämtliche Gruppierungen von Chefs mit da, ob sie aus UK, Skandinavien, Spanien, Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer herkommen. Sie können sich doch voll auslassen.